Lieben Freunde, hier ist euer Steinwall. Noch immer sind wir in Novigrad unterwegs und ich habe das Gefühl, wir werden auch so schnell hier nicht rauskommen. Es ist aber auch zu interessant, die Stadt zu erkunden, hier durch die Gassen zu streifen, die Hinterhöfe zu erkunden und so weiter und so fort. Ja, natürlich haben wir auch schon den ein oder anderen Auftrag erfüllt. Und man entdeckt aber immer wieder was Neues, Interessantes. Unter anderem hier eine weitere Taverne, die wir noch nicht kennen. Und einen Händler dort hinten, den wir auch noch nicht getroffen haben. Ich denke, das schauen wir uns noch mal an, bevor wir zur Träumerin gehen. Also, hoch da. Hier bei dem Händler waren wir schon. Nicht so zurückhaltend. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Ja, ja, wir haben schon miteinander gesprochen. So, hier sieht es interessanterweise, habe ich das Gefühl, so ein bisschen ländlicher aus. Hier ein riesiger Baum in der Stadt. Ist ja auch ungewöhnlich. Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Vor dem Baum oder vor mir? So, das könnte sie sein. Das nirgendwo. Schaut mal, sogar mit Straßen aus Schank. Er kotzt da erstmal ran. Guck mal, guck mal. Für Brot. Ich bitte euch, gute die wärmen sich am ewigen Nein, Feuer. Nicht so. Zieh es mir in die Länge. Heutzutage. Oh, was ist das hier eigentlich? Was für ein Unterschied. Ich will mal ganz kurz hier hochklettern. Kommt man da auf diesen anderen Platz? Das wäre eine coole Abkürzung. Du weißt schon, Gildorf, ja. Unterschwellige Nachricht. Tatsächlich. Du bist vielleicht ein schlauer Bettler, Professor. Okay. Gut, kann man sich vielleicht mal merken. Aber das hat uns hier nicht hergeführt, sondern wir wollten in diese Taverne, die das Nirgendwo heißt. Und die Frage ist, wie kommt man da eigentlich rein? Wahrscheinlich nirgendwo. Aha. Deswegen sitzen sie auch draußen hier. Was ist das noch für ein Anschlag? Ist das hier ein Waisenhaus? So viele Kinder hier. Bringt eure Kinder auf Marabellas Schule für die Kleinen, wo sie lesen, schreiben und Respekt vor den Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Du bist so grau wie meine Oma. Das ist überhaupt eine interessante Sache, weil wir haben hier ja sowas wie Schulen haben wir gar nicht kennengelernt. Ja klar, gibt's ja auch nicht hier. Ganz offensichtlich. Und das ist hier was wohl ganz Modernes, was wir hier sehen. So eine Art Kindergarten, Vorschule, Grundschule, aber ohne Erzieher. Das allerdings ist merkwürdig. Können wir uns das hier auch nochmal anschauen? Ja, das ist das Gleiche. Marabellas Schule. Ja, wo ist denn Marabella? Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Wir könnten hier Bücher klauen. Balladen und Hymnen. Nicht so. Bist du ein Elf? Nein, bin ich nicht. Balladen und Hymnen kennen wir schon, das Buch. Okay, hier gibt's nichts Besonderes. Schade, dass wir Marabella nicht treffen. Tempelwache am helllichten Tag. Sieht einen Magier, verpasst ihm einen Schlag. Der Magier stürzt um wie ein gefällter Baum. Tot oder nicht, man weiß es kaum. Dann ein Stöhnen, schweres Schnaufen. Die Wachen ihm zu Tode raufen. Die Lichter sind aus, der Magier ist raus. Die Augen sind zu und dran bist du. Na toll, was für ein Abzählreim. Das haben sie wahrscheinlich in den Hymnen Balladen gelesen und gelernt. Okay, dann wissen wir ungefähr, was das für ein Laden hier ist. Pass auf dich auf. Oh, ist das Marbella? Oh, hast du mir vielleicht einen Schrecken eingejagt? Möglicherweise. Gut, aber auch das ist nicht unser Ziel, Leute. Hier könnte es hineingehen. Und dann schauen wir mal. Taverne nirgendwo. Okay, sieht ein bisschen aus wie der Hintereingang. Sieht aber so rustikal, hausmannskostmäßig aus. Oh ja, hier wird... Oh, schaut mal. Die Fische. Wobei, bei Fischen wäre ich vorsichtig. Die Kühlkette ist hier mit Sicherheit nicht garantiert. Naja. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Diese Beschmierung an den Wänden, das würde mich ein bisschen stören. Sie ist die Tavernenwirtin. Bist du ein Künstler? Ein Schwertschlucker? Nein, ein Hexer. Noch nie gehört. Okay, das ist ungewöhnlich, sonst haben doch immer alle schon davon gehört und haben eine feste Meinung von Hexern. Aber sie spielt auch Karten, müssen wir uns merken, kommt auf die Liste. Die Liste ist inzwischen schon sehr, sehr lang, wird Zeit. Aber wir fragen mal erstmal. Was hat der Koch denn heute zubereitet? Was sie zu bieten hat, keine Karten.
Das ist so ein bisschen der einzige Grund. Irgendwann hatten wir mal Kirschlikör gebraucht. Ich weiß nicht, ich kaufe mal sicherheitshalber. Aber den Rest, den lassen wir stecken. Gut, insofern hier nichts Interessantes. Wiedersehen. Gibt es hier noch einen anderen Ausgang oder ist das wirklich der offizielle Eingang gewesen? Schon ein bisschen merkwürdig. Dass man erstmal halb durch die Küche geht. Naja, gut. So, okay. Das war wohl ein richtiges Stadttor da schon wieder. Ja, wir sind schon ein bisschen in den Außenbereichen. Okay, ich muss kurz gucken, wo wir hin wollen. Ich will ja noch zu diesem anderen Händler. Der wird uns leider hier nicht mehr angezeigt. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass wenn man einen Händler jetzt entdeckt hat, dass die nicht einfach auf der Karte eingezeichnet bleiben. Aber gut. Okay, gehen wir hier durch diese Gasse. Und du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Ich fürchte ja. Und suchen den Händler, der hier irgendwo in der Nähe ist. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Was? Ist hier auch nochmal ein Barbier? Sieht ein bisschen runtergekommen aus. Ist das der, den ich... Irgendwie sie mal hungern. Warte mal, ist das der? Ah, das ist tatsächlich ein anderer. Aber ich gehe mal davon aus, dass der dieselben Haarschnitte anbietet. Das wäre... Da ist man schon tote Pferde. Ansonsten überraschend, wenn es nicht so wäre. Ja, hier ist es nicht so vornehm. Und er ist so richtig besoffen. Oh Gott, da will man sich nicht rasieren lassen. Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Willkommen! Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, Nummer. Kannst du mir die Haare schneiden, falls deine Hände nicht so sehr zittern? Nö, die zittern gar nicht bestimmt. Okay, also dasselbe. Ich bin einfach mal interessiert, ob es wirklich günstiger ist. Es ist doch derselbe Preis, das andere hat doch auch 10 gekostet. Ist ja wohl ein Witz, es ist Betrug. Bis dann. Ob man hier sterben kann? Das wäre auch ein schönes Easter Egg, so ein Game Over der besonderen Art. Sich beim betrunkenen Barbier hat rasieren lassen. Nun gut, wir gehen weiter. Da vorne ist ein Händler, okay. Naja, hier sind so ein paar Marktstände, wir sehen das schon. Wen haben wir denn hier? Mann von Hurensohn. Aha. Das ist er aber nicht. Okay, könnte Hurensohn... Könnte das der Name des Handelshauses sein? Das wäre ein bisschen merkwürdig, aber... Man weiß ja nie. Schaut mal. Wir müssen dahinter gehen. Das sieht aber auch nach dollem Sammelsurium hier aus. Kredithai. Grüße. Was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht so. Gerade kann ich nicht klagen. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Ja, das ist eine gute Idee. Auch er spielt Karten. Bist du schon lange ein Kredithai? Ja, seit ich ein kleiner Knirps war. Du hast deinem Vater ausgeholfen und das Geschäft übernommen, als er starb? Nein, mein Vater hat mich verpfändet und nie eingelöst. Na toll. Zeig mir, was du anzubieten hast. Oh, er hat nur ein... Also, das ist ja ein bisschen merkwürdig. Er hat nur ein einziges Buch. Ändere dein Leben, ein Handbuch. Sag mal, hatten wir das nicht schon mal irgendwie... Es kommt mir irgendwie so bekannt vor. War das nicht irgendwie so richtig Betrug gewesen? Ich kauf's schon wieder. Ich kauf's nochmal. Man ist einfach zu neugierig, ne? Bis dann. Schon ein bisschen merkwürdig, dass wir nur dieses eine Buch hier kaufen können, wo die Regale doch so interessant gefüllt aussehen. So, was ist das jetzt hier? Ändere dein Leben. Ich glaube nicht. Und so zog ich Jakob der Rebell, einst bekannt als Freigeist und außergewöhnlicher Kämpfer aus Nazair, mit seinen unzähligen Tavernen und der Wildnis Serikaniens, mit letzter Kraft mein Floß an Land. Ich hatte es aus seinem alten Stiefel, einigen Riemen und einem geborstenen Fass gefertigt,
Und es war so vollgelaufen, dass ich damit keine zwei Ellen mehr hätte über Wasser bleiben können. Nun aber stand ich auf festem Boden und das war alles, was zählte. Ohne eine Menschenseele in Sicht und mit wild knurrendem Magen begann ich, die Gegend zu erkunden. Es gab kein Wild auf der Insel, doch jede Menge Früchte. Ich aß derer so viele, dass mir der Saft schon fast zu den Ohren herauskam. Dann sammelte ich Holz, um mir daraus ein Nachtlager zu errichten und nächtens ein Feuer unterhalten zu können. Da stieß ich auf eine seltsame Pflanze, die mein Leben für immer verändern sollte. Ich erkannte zunächst nicht ihren Wert und benutzte sie verschwenderisch als Brennmaterial, doch so wie sie zu schwelen begann, füllte ihr süßer Duft meine Nase. Ich fühlte mich leicht und meine Sorgen waren wie weggeblasen. Ich widmete die folgenden Jahre der Forschung dieses Wunderkrauts und seiner Eigenschaften. So konnte ich eine Methode entwickeln, die das Leben all jener verwandeln wird, die sie anwenden. Man beginnt wie folgt. Hat er Haschisch gefunden? Was ist das? Keine Quest, die getriggert wird. Aber scheinbar ein besonderes Buch. Es war zumindest ein Ausrufezeichen da. Naja, gut. Okay. Es ist, wie es ist. Ob es unser Leben verändert wird, wir wissen es nicht. So, hier wird wieder gepredigt. Moment, hören wir nichts. Aber jetzt wird uns, glaube ich, nichts ablenken. Doch, es wird uns etwas ablenken, denn da ist noch ein Händler. Irgendwo hier. Magier, Mutanten. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Hilfe. Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Auch er spielt. Gut, zeig mir, was du hast. Guter Mann, was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Ja, erzähl nicht so viel, zeig. Aber das ist alles nur, das ist ein Hehler, ne? Das ist alles nur Diebesgut. Zeug, was wir nicht gebrauchen können. Ja, da ist wirklich nichts dabei. Na toll. Danke. Komm bald wieder. Hier ist es am billigsten. Hilfe. Naja, wenn du was haben willst. Ich sterbe. Mann, was? Was für Kuckerspucker? Ja, bitte? Was ist das hier für ein Animal? Sieht irgendwie speziell aus, aber es ist nicht ganz ersichtlich, was da los ist. Wird es schon Abend jetzt wieder? Oh, tatsächlich. Wir müssen uns mal ranhalten. Auf zur Träumerin. Wie müssen wir da marschieren? Einfach geradeaus den Hauptstraßen folgen, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Zum Platz des Hierarchen und dann weiter. Ach, Hexer, die haben ein Leben. Hier so eine kleine Stallung. Oh. Was passiert jetzt hier? Geralt von Riva? Hexer? Weißer Wolf nennen sie dich? Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Wartet mal. Wir wollen mal ein bisschen kooperieren. Also jetzt hier gleich sich mit den Autoritäten der Stadt anzulegen. Also eine Bescheinigung würde ich schon haben. Mal gucken. Das ist ein Missverständnis. Also gut, nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Oh nein, okay. Oh, das war ja dämlich. Okay, ohne Waffe. Und die haben Waffen. Was machen wir da? Erstmal Schutz. Dann Waldkauz. Und dann müssen wir... Ja, was können wir tun? Ach, wir können... Warte mal. Kann ich noch eine andere Waffe ziehen? Ich meine, wir haben alles verkauft. Ernsthaft? Wollen die mich jetzt verarschen?
Die haben meine Waffen. Okay, womit können wir kämpfen? Mit einer Armbrust? Wir haben ja nichts mehr dabei. Wir haben wirklich alles. Oder die haben uns wirklich auch die Ersatzwaffen weggenommen, ne? Kann man mit einer Fackel. Nee, mit einer Fackel kann man auch nicht schlagen. Was machen wir denn da? Wie dämlich. Ach, die Armbrust bringt da auch nichts. Bombe. So. Ja, das, Leute, das geht doch nicht. Okay, ich meine, die Sahnungsbombe, die ist... Wie soll das funktionieren? Ich meine, es geht, ne? Wir müssen die eine von der anderen trennen, dann geht's eben. Mit schweren Schlägen. Oh. Ja. Okay, hat uns selber auch ein bisschen. Jetzt hau rein! Geralt! Ach, du bist selber geblendet. Oh nee, wie dumm. Okay, die eine haben wir. So, jetzt noch die andere. Oh mein Gott, wie konnte ich nur so dämlich sein? Aber das lassen wir uns hier nicht gefallen. So gut. Okay. Okay, also diesen Typen kann man nicht mal ansatzweise vertrauen. Das ist schon mal klar. Ich bin mir nicht sicher. Dass jemand das Schwert so schnell schwingt wie du. Dabei habe ich es jetzt gar nicht geschwungen. Hat er jetzt auch die richtigen Waffen? Nee, er hat, oh Gott, er nimmt dann irgendwas. Das ist ja auch super dämlich. So, wir hatten, glaube ich, das Greifen, Silberschwert und welche was? Wir hatten doch schon eine andere Silberschwertwaffe, ne? Ah, oder auch nicht. Hatten wir noch eine andere Stahlwaffe oder hatten wir komplett das Greifenset? Ich glaube, ja, es war so, wir hatten komplett das Greifenset. Okay, wow. Ein bisschen unangenehm, diese Erfahrung, muss ich mal sagen. Also, so werden wir uns hier nicht nochmal übertölpeln lassen, zumindest nicht in dieser Stadt. Ich kann mich noch erinnern an die Elfen, denen hatten wir nicht vertraut. Da haben wir keine Waffen abgegeben. Hier haben wir es getan und sofort ist es schiefgegangen. So. Double Chase. Beschweren hat keinen Sinn. Nie gesehen, dass jemand das Schwert so schnell schwingt wie du. Okay. Du brauchst auch Geld, wie? Ah ja, jetzt sind wir hier an dem Tor, ich erinnere mich. Jetzt müssten wir hier zum Platz des Hierarchen kommen und von dort dann weiter. Nach dem Regen kommen die Schnecken raus. Wir fangen welche und machen einen Regen. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Gebummelt wird nicht. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Was ich tatsächlich irgendwie nicht gesehen habe oder mir nicht gemerkt habe, wo hier mal eine Werkbank und ein Schleifstein ist. Mir war so, als wäre hier irgendwie ein Rüstungsschmied gewesen. Oh, jetzt gibt es richtig Gewitter, aber nur außerhalb. Und ist da nicht hier auch eine Werkbank, die wir nutzen können? Nee, das ist ein Amboss. Hm,
Habe ich, glaube ich, hier in der Stadt noch nicht richtig gesehen. Wird ja normalerweise auf der Karte auch mal angezeigt. Aber hier nicht. So. Aber jetzt nicht weiter trödeln. Wir wollen zur Träumerin. Das erste Mal, dass hier Regen ist, während wir in Novigrad sind. Okay. Seht ihr, was ich sehe? Wo ist der Eingang? Da vorne. Hier sind mehrere Geschichten. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Der goldene Stör. Ach, zum Teufel damit! Bürger und Bürgerinnen der freien Stadt Novigrad. Ich mach dich alle! Meister Lehmhusen, das bin ich, hat die Ehre zu verkünden, dass ab so... Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Aha. Wartet, es scheint hier auch wieder eine Faustkampfgeschichte zu geben. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah, das ist Besiege Georgios Georg, fliegende Fäuste. Nee, da sind wir, glaube ich, noch nicht stark genug. Eine schwarze Perle wollen wir auch nicht machen. Das bedeutet nämlich die Weiterreise nach Skellige. Wir wollen eigentlich nur Corinne treffen. Das heißt, um die kümmern wir uns nicht. Wir schauen uns aber trotzdem hier ein bisschen um. Captain Wolfstein? Warte mal, mit dem sprechen wir mal. Darf ich? Komm drauf an, was du willst. Ich suche jemanden, der nach Skellige fährt und mich mitnimmt. Nee. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellige. Bluten sollst du. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Okay. Ist schon mal interessant, dass wir 1000 bezahlen müssen. Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Anderling, nicht wahr? Um ehrlich zu sein, findest du hinter den Mauern. Um ehrlich zu sein, ach, ist mir scheiße, mit dem würde ich ehrlich gesagt nicht so gerne segeln. Ich glaube, es gibt Alternativen. Aber danach schauen wir uns jetzt eigentlich nicht um. Ich suchte eigentlich hier nur den Tavernenwirt. Aber den finde ich wohl hier nicht. Dockarbeiter? Du schon wieder. Hey, Silbermähne. Götter, was an dich denn? Der Sensenmann kommt mich holen. Das ist nur eine Kammer. Auch hier könnte man in den Keller. So was habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Ich so rum so und Abendbrot sag ich nie nein. Hinlegen. Schon gut. Hör auf damit, du machst mich ganz nervös. So, gut. Rum, wo finden wir sie wohl? Immer nur rum! Leider hat er hier gerade die falsche Quest ausgewählt, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ne, wir sind aber jetzt auch in der Hauptquest. Träumen in Novigrad, das ist das, was wir wollen. Ist Corinne hier unten? Ne, sie ist oben. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, in einer der Kammern ist sie. In dieser offenbar. Ah ja. Oh, das sieht der Schmuck hier aus. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Okay. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es. Hat sie doch gerade erklärt. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. So, was nehmen wir?
Ja, ich meinte, die Ausbildung Kerr Mohan ist auch irgendwie schon sehr... Ja, ist ihm wahrscheinlich sehr in Erinnerung geblieben. Uns ja auch in gewisser Weise. Aber vielleicht nehmen wir mal die erste Begegnung. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Das hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja, klar. Wir teilen alle Erinnerungen. Ist doch interessant, ja, oder? Keine Eile. Wir haben Zeit. Genau. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte. Auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Das wissen wir aus einer Vision von The Witcher 2. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Wow, ist das krass. Wir erzählen ihr jetzt wirklich alles, ne? Schon auch irgendwie ein bisschen gefährlich, aber gut. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falka? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen?
Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Tja. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Okay. Wow. Das war ja durchaus intensiv. Was haben wir erfahren? Rittersporn war in einer schwierigen Verfassung, weil eine Schwalbe ihn genervt hat. Könnte man fast schon sagen, verfolgt hat. Vielleicht aber auch gewarnt hat. Immerzu gezwitschert. Und er ist richtig dann abgehauen vor der Schwalbe. Oder weil er die Schwalbe dann irgendwo gesucht hat vielleicht. Aber... weil er abgehauen ist, hat er offenbar eine Detonation erlebt, wenn ich es richtig interpretiert habe, was wir da geträumt haben. Aber sie hat ja auch gesagt, vielleicht war das die Zukunft. Spannend. Okay, was bedeutet das für uns? Geht es um Rosmarin und Thymian, ja. Gerard hatte von der Träumerin Corintilli erfahren, dass Ciri mit mir Kontakt aufgenommen hatte, als sie nach Novigrad kam, ja, also mit mir, Rittersporn. Also begab er sich zum Rosmarin und Thymian, einem charmanten Etablissement, das ich von einem Bewunderer meiner Poesie geerbt hatte, da er nicht zu Unrecht erwartete, mich dort vorzufinden. Seine Suche nach Ciri schien einem glücklichen Ende näher als je zuvor. Ich bin gespannt. Ja, sehr interessant.
Okay, liebe Leute, ich denke, wir werden da auch gleich hin. Eine Sache will ich noch tun, und zwar, wir haben noch was über Corintilli erfahren. Diese talentierte Frau konnte nicht nur von vergangenen Ereignissen träumen, sondern offenbarende Träume in Personen hervorrufen, die nach Hinweisen oder Antworten auf spezielle Fragen suchten. Diese Fähigkeiten erwiesen sich für Geralt auf seiner Suche als sehr nützlich. Ja, gut, bleibt immer so ein bisschen in der Schwebe. Da wir, glaube ich, ansonsten keine weitere dringende Aufgabe haben oder passende, denke ich, dass wir die Sache jetzt als nächstes an... Ach, das Rosmarin und Thymian ist das, wo wir schon gewesen sind und unsere Truhe sich befindet. Ja, das ist aber ein bisschen skurril, oder? Ich meinte, hätten wir nicht Rittersporn dort treffen müssen? Oder hätte uns jemand das nicht erzählt? Gut, außerdem sehe ich hier, um die Ecke ist auch noch was. Unten zwei Händler. Ja, die müssen wir natürlich erstmal vorher besuchen. Liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.